Sie war eine der umstrittensten Regeln im Weltfußball und sorgte für unzählige dramatische Entscheidungen auf dem Rasen, die auswärtste Regel. Die Europäische Fußballunion hat diese Festlegung im Europapokal nun gekippt. Schon ab der kommenden Saison wird nicht mehr zwischen im eigenen und im fremden Stadion erzielten Treffern unterschieden. Die Regel besagte bislang, dass bei Torgleichheit nach Hin- und Rückspiel in der K.O.-Runde die Mannschaft weiterkommt, die mehr Treffer auswärts erzielt hat. Die Frage der Abschaffung sei in den vergangenen Jahren immer wieder diskutiert worden, sagte UEFA-Präsident Alexander Zeferin nach einer Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees am Donnerstag. Es sei immer wieder angezweifelt worden, dass die Regel fair sei. UEFA-Regel nicht bindend für Bundesliga. Die Auswärtstorregel war 1965 eingeführt worden. Sie fand in der Champions League und der Europa League Anwendung. In den Nationalmannschaftswettbewerben der UEFA kommt die Auswärtstorregel aber offenbar weiterhin zum Einsatz. So werden in den Playoffs zur EM-Qualifikation beispielsweise auch Hin- und Rückspiele ausgetragen. Im deutschen Fußball finden die Relegationsspiele auch nach dem sogenannten Europapokalsystem statt. Die UEFA-Regeln sind bisher aber nicht bindend für die Entscheidung über Auf- und Absteiger im nationalen Fußball.